Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute war recht natürlich, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich wieder krank werde und es reicht aber auf jeden Fall noch, um ein Video aufzunehmen, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Aber wenn ich ein bisschen nasal rede oder so, ihr wisst Bescheid, also irgendwie ist eine Erkältung im Anmarsch, ich freue mich. Ja, also Freunde, ihr habt wieder wunderbare Kommentare geschrieben. Ich weiß, das sage ich ständig, aber es ist einfach so. Es bringt mir so unfassbar viel, was ihr immer schreibt, weil ich bekomme von euch so viele Ideen, wie die Story weitergestalten und ich habe einfach, als ich eben die Kommentare gelesen habe, wieder direkt so viele Ideen gehabt, was wir jetzt machen heute. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch erstmal sagen, ich finde es richtig, richtig cool, dass ihr Andrew mittlerweile auch diese Rolle des Bösen zugeschrieben habt. Ich finde das so cool. Also Andrew ist ja in euren Augen auch so ein bisschen der, ja, Hinterhältige. Also auch, ihr habt ganz, also viele von euch haben geschrieben, dass, also erstmal, dass wir Unterhalt einstellen. Das machen wir in diesem Part auf jeden Fall. Dass Noam Unterhalt für Luna bezahlt. Und ihr habt nämlich geschrieben, dann auch noch weiterführend, dass Andrew diesen Unterhalt vermutlich auch für andere Dinge benutzen wird. Also nicht nur für Luna, sondern dass Andrew auch hingeht und sagt, ja, also ich meine, wenn ich jetzt hier schon ein fremdes Kind großziehe, dann will ich bitte auch was von dem Geld haben und will irgendwie auch den Rest der Familie davon verpflegen können. Wir wissen ja, dass Andrew noch nicht so allzu viel Geld verdient. Er hat zwar einen Job angenommen im letzten Part, aber das ist jetzt nicht so unbedingt der Bringer. Und da freut er sich natürlich dann über eine Finanzspritze von Noam. Wir starten jetzt aber direkt mal in den Part, damit das Intro nicht so lange wird und ihr mich jetzt hier nicht nur die ganze Zeit beim Reden ansehen müsst. Und wir sehen uns vor uns hier, Andrew, wie er gerade Luna dazu zwingt. Ich finde diese Animation gerade ein bisschen spannend. Also ich habe tatsächlich angeklickt, zwingen zu spülen. Und ich finde, er hat das jetzt sehr, sehr nett gemacht. Aber auf jeden Fall hat er Luna gerade dazu gezwungen, jetzt hier zu spülen. Er ist runtergekommen und hat sich natürlich super, super sehr über dieses Chaos hier aufgeregt, weil es ist ja eigentlich Lunas Aufgabe, hier auch ein bisschen mit darauf zu achten, dass der Haushalt eben in Ordnung ist. Und da hat er sich natürlich jetzt total darüber aufgeregt, dass Luna diesen Pflichten nicht nachgekommen ist. Dass Luna nebenbei auch noch in die Schule gehen muss und sich um die Hühner kümmern soll, Da Vinci's Katzenklo sauber machen soll und so weiter, ignoriert er an der Stelle irgendwie oft ganz gekonnt. Auf jeden Fall, ja, will Luna aber natürlich jetzt hier nicht, dass Andrew sauer ist und wird deswegen jetzt hier natürlich trotzdem ganz brav spülen, obwohl sie eben gleich in die Schule muss. Ich weiß gerade gar nicht, ob sie Zeit gefunden hat. Ja doch, okay, ihre Hausaufgaben hat sie gemacht. Sie hat sogar die Zusatzaufgaben gelöst, wie es aussieht. Das ist ja schon mal schön. Also sie versucht momentan wirklich alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ihr hattet mir noch geschrieben, das fand ich auch richtig schön, dass ihr es cool fändet, wenn Stella in der Zeit, wo Andrew am Arbeiten ist, vielleicht so ein bisschen die Aufgaben von Luna noch mit übernimmt, weil sie es halt auch doch ein bisschen krass findet, was Andrew ihr alles aufhalst, was sie eben alles erledigen soll. Und das fände ich richtig schön, wenn wir das so machen. Das, ich meine, Stella ist ja auch den ganzen Vormittag hier zu Hause. Okay, Andrew hat sich jetzt hier mit Elio hingesetzt und macht mit ihm hier dieses Kartenspiel. Finde ich richtig cool. Also es ist ihm ja ein totales Anliegen, dass sein Sohn das absolute Musterkind wird. Und total schlau und total intelligent. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, weshalb er Luna so unfassbar viele Aufgaben gibt. Er will natürlich nicht, dass Luna nachher besser in der Schule ist und besser ihre Fähigkeiten aufbauen kann als sein Goldjunge Elio. Und deswegen gibt er ihr natürlich super, super viele Aufgaben, damit sie eben nicht so viel Zeit hat, in der Schule dann mitzukommen. Das ist sehr, sehr gemein von Andrew, aber ja, so ist unser Andrew. Okay, Luna muss auf jeden Fall jetzt in 10 Minuten zur Schule, das wird sie auf jeden Fall machen. Lunas Kinderzimmer fandet ihr übrigens auch richtig, richtig schön. Ich finde auch, das ist wirklich jetzt ein sehr, sehr, sehr schönes Kinderzimmer geworden. Hier kann man sich wirklich wohlfühlen. Hier hat sie jetzt auch so einen Schaukelstuhl, wie sie ihn auch bei Noam hat. Schaukelstuhl nennt man das so, ich weiß nicht, Hängestuhl, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dort kann sie dann ihre Bücher lesen. Ihr hattet mir geschrieben, Leute, ich muss jetzt mal gerade gucken, was das kostet. Es gibt ein Doktorset und damit können die Kinder wohl ihre emotionale Kontrolle oder so, ich weiß nicht, oder Konflikt ist. Irgendeine von diesen Charaktereigenschaften, die wir ja auch verbessern wollen, kann man damit auf jeden Fall verbessern. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz gucken. Hier, Doktorset. Okay, steht das hier nicht dran, ist aber tatsächlich nicht so teuer. Ich würde sagen, wir holen das Luna einfach mal. Was ist der Unterschied? Gar keinen Unterschied. Okay, wir kaufen das hier auch mal für Luna. Dann kann sie nämlich damit auch noch ein bisschen üben. Genau. Und da fällt mir gerade ein, ich habe nämlich einen richtig, richtig, richtig coolen Kommentar bekommen. Also da stand wirklich so alles drin. Ich gucke mal, ob ich euch den vielleicht hier irgendwie mal einblenden kann. Auf jeden Fall standen da richtig viele Tipps drin, die ich jetzt auf jeden Fall nach und nach mal umsetzen werde. Zum einen stand da drin, ja, wie wir die ganzen Charaktereigenschaften hier von Luna verbessern können. Okay, Luna ist jetzt mit sehr viel Hunger und sehr wenig Spaß in die Schule gegangen. Kann ich aber auch verstehen, wenn man in den Tag startet und man erstmal angemault wird, dass es in der Küche unordentlich ist. Genau, ich hatte noch überlegt,
überlegt, dass wir eventuell Elio noch im Kindergarten anmelden. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, wenn er vormittags noch in den Kindergarten geht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Mod noch installiert habe. Okay, anscheinend habe ich den Mod nicht mehr installiert oder er ist nicht mehr up to date. Da muss ich nochmal nachgucken. Aber vielleicht werden wir dann Elio mal im Kindergarten anmelden, weil so ist Stella tatsächlich dann ja morgens auch deutlich flexibler. Sie kann einfach mal auf den Markt fahren oder so, ohne die ganze Zeit Elio mitschleppen zu müssen. Denn jetzt, wo Andrew arbeiten muss, Moment, ey, musst du nicht arbeiten, Andrew? Okay, in 22 Minuten erst. Aber jetzt auf jeden Fall, wo Andrew arbeiten ist, ist Stella ja mit Elio alleine morgens zu Hause und kann demnach natürlich jetzt nicht so flexibel wie sonst eben, ja, reisen. Ich würde sagen, Leute, ich gucke jetzt mal gerade nach, wie wir den Unterhalt einstellen. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Ich glaube, das geht am Computer. Weil sonst, das ist wieder so eine Sache, die werde ich definitiv. Ach, genau, richtig. Zu dem Mega-Kommentar, den ich bekommen habe. Da bin ich ja auch noch gar nicht weiter drauf eingegangen. Da stand unter anderem eben auch, dass wir hier Benachrichtigungen, genau, Mitteilungen, dass wir Mitteilungen aktivieren können, dass wir mitbekommen, wenn jetzt zum Beispiel Gracie ein Baby bekommt, was wir ja nicht mitbekommen haben, was sehr traurig war, weil wir das dadurch jetzt gar nicht wussten. Fände ich cool. Ich muss jetzt mal schauen, wie das geht. Okay, ob die Haustiere von anderen sterben, wollen wir darüber eine Mitteilung haben? Meldungen für das Alter zeigen. Das auf jeden Fall. Ich aktiviere das jetzt einfach alles mal und wenn uns das dann irgendwann nervt, dann werde ich das einfach wieder ausmachen. Ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Benachrichtigungen anzeigen. Umzugsmeldungen. Hier kann man so viel einstellen, das ist wirklich der Wahnsinn. Aber gut, wir aktivieren wie gesagt einfach mal alles und dann gucken wir mal. Wir können auch, okay, wir können hier alles: Geburtsmeldungen, Hochzeit, Schwangerschaft, Beziehungsänderungen. Also, das heißt, auch wenn irgendwie jetzt Noam doch mal eine Partnerin findet, dann werden wir darüber auf jeden Fall sehr schnell in Kenntnis gesetzt. Ich weiß natürlich nicht, ob wir das direkt schon wissen wollen, weil manchmal ist das ja auch ganz cool, wenn man das dann erst so irgendwie durch Zufall erfährt, weil Stella würde es ja jetzt auch nicht sofort wissen, wenn Noam eine andere hätte. Aber ich mache es, wie gesagt, einfach jetzt alles mal an und dann gucken wir einfach mal nach, ob uns das nervt. Okay, und jetzt muss ich mal gerade gucken, weil die liebe Simpali hatte mir mal ein Video gemacht, wie das Ganze funktioniert mit diesem Unterhalt und ich muss mir das gerade mal anschauen, weil ich meine, sie hatte mir das bei Instagram geschickt. Ich gucke mal gerade, weil vielleicht können wir dann auch direkt den Unterhalt noch einstellen. Einstellungen, Geldeinstellungen, okay. Okay, und jetzt Kindergeld in. Ach, Kindesunterhalt. Okay, Kindesunterhalt zahlen. Das können wir einstellen. Wenn ein Kind nicht mit beiden Eltern lebt, ermöglicht diese Einstellung, dass Geld vom aktiven Sim-Haushalt abgezogen oder an ihn gezahlt wird. Also Kindes. Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken. Kindesunterhaltszahlungen und Einnahmen erfolgen für Alleinerziehende mit bei ihnen lebenden Kindern ungeachtet des Ehestandes. Das müssen wir bestimmt anklicken, weil sonst würde Stella wahrscheinlich nichts bekommen, weil sie wieder mit Andrew verheiratet ist, oder? Ich drücke jetzt mal alle und müssen wir da jetzt noch irgendwas einstellen? Kindergeld? Ja, Kindergeld wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja Unterhalt haben. Also würde ich jetzt mal sagen, der Prozent. Okay, Moment. Der Prozentsatz des Wertes eines Elternteils, der für jedes Kind in Rechnung gestellt wird, für das Kindergeld bezahlt wird. Dazu gehören der Grundstückswert plus Haushaltsvermögen. Aber das ist ja wahrscheinlich jetzt sowas wie Kindergeld, was man einfach vom Staat bekommt, oder? Wir wollen ja eigentlich Unterhalt bekommen. Also denke ich hoffe, dass wir das jetzt richtig eingestellt haben. Hier mit den Einstellungen, dass ich jetzt hier, ich habe jetzt bei Kindesunterhalt, habe ich jetzt alle aktiviert. Also müssten wir ja jetzt theoretisch dann Unterhalt bekommen. Wir gucken mal, Leute, wir gucken mal. Es wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn das funktioniert hat, weil das würde uns definitiv helfen. Wir haben nämlich tatsächlich wieder nur 101 Simoleons, was sehr wenig ist. Ihr hattet mir auch noch geschrieben, Leute. Ich weiß, ich bin jetzt momentan erstmal nur eure ganzen Kommentare am Durchgehen, aber es waren einfach wieder so viele und so hilfreiche, dass wir die Bienen, dass wir dort ein Milbenmittel anwenden müssen. Und wenn wir dieses Milbenmittel angewandt haben, dann können wir uns mit den Bienen verbünden, weil die dann wahrscheinlich wieder bessere Laune haben. Stella wird jetzt mal aufstehen, weil wir haben mittlerweile 9 Uhr, das ist keine Zeit mehr zum Schlafen. Wir können tatsächlich hier wieder ein paar Sachen verkaufen, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Das werden wir gleich auch mal machen. Und wie gesagt, ich denke, dass Stella jetzt tatsächlich auch so ein paar Aufgaben von Luna mit übernehmen wird. Also sie wird sich jetzt gleich so ein bisschen hier noch um die Hühner kümmern, damit Luna das nicht gleich noch nach der Schule alles erledigen muss. Wird hier mal die Eier einsammeln, die Hühner schon mal füttern und mal zu jedem Huhn hier hingehen und ihm guten Morgen sagen, bei Liesel über das Leben als Sim Luft machen. Es ist nicht immer einfach. Da hast du vollkommen recht, Stella. Sie möchte gerne freundlich zu Andrew sein und sie möchte einen Whirlpool kaufen. Wenn es sonst nichts ist, Stella, wenn es sonst nichts ist. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt das Milbenmittel angewendet und sie sind irritiert.
Okay, also ob das jetzt gut ist, ich weiß es nicht. Dann werden wir uns mal mit den Bienen verbünden gleich, und gucken, ob das jetzt besser ist. Okay, da ist wieder ein Fuchs. Wir hatten schon lange keinen Fuchs mehr hier, fällt mir gerade ein. Befehlen, das Ei fallen zu lassen, sofort. Das ist unser Ei. Das können wir auch direkt mal in den Kühlschrank tun, weil ich vergesse das jedes Mal und dann haben wir jedes Mal das Problem, dass die Eier schlecht sind. Ihr hattet mir auch noch geschrieben, dass ihr es cool fändet, wenn wir einen Hahn kaufen würden, dass wir dann eben auch Küken haben können. Das können wir sehr gerne tun, aber ich glaube, aktuell lässt unsere finanzielle Situation das noch nicht so ganz zu. Ich guck mal, wenn wir jetzt gleich hier alles verkauft haben, vielleicht können wir uns dann einen Hahn kaufen. Ah, okay, Mega-Verkauf. Wenn wir den Mega-Verkauf gemacht haben, dann können wir vielleicht einen Hahn kaufen, genau. Yay, 364 Simoleons. Und hier hinten wächst doch auch noch irgendwas. Das können wir auch mal alles hier Mega-Verkauf nochmal machen. Ich weiß nicht, ach genau, ihr hattet mir geschrieben, dass ich noch die Pflanzen weiterentwickeln kann. Das werde ich auch mal gerade tun. Aber ich weiß nicht, okay. Also, während der Fahrt mit dem Aufzug schaut Andrew von seinem Telefon auf und sieht, wie sich die Tür öffnet und der Unternehmensleiter zusteigt. Soll Andrew etwas sagen, um Eindruck zu schinden oder den Mund halten? Und natürlich, Leute, würde Andrew sofort jetzt hingehen und irgendetwas sagen, weil er will ja aufsteigen. Er hat ja jetzt nichts besser. Also er will ja unbedingt jetzt mehr Geld verdienen, weil er will ja besser sein als Noam. Deswegen wird er natürlich jetzt sofort zu seinem Abteilungsleiter oder Unternehmensleiter hingehen und sagen: Ah, hi, ich bin Andrew, ich bin neu hier in der Postabteilung. Und mal gucken, ob der damit Erfolg hat. Also, Andrew reißt die Geschichte über ein lustiges Bild an, das er vor kurzem im Internet gesehen hat. Der Unternehmensleiter bedenkt Andrew mit einem seltsamen Blick, um sich dann seinem Telefon zuzuwenden. Der Rest der Fahrt mit dem Aufzug vergeht in unbehaglicher Stille. Okay, ja, das passt sehr gut zu Andrew. Ihr hattet gesagt, dass ihr es cool fändet, wenn Andrew eine Kollegin kennenlernt. Wir wissen natürlich jetzt nicht, ob er weibliche Kolleginnen hat oder ob er nur Kollegen hat, aber ihr fändet es ganz cool, wenn er da Connections knüpfen würde. Und ich finde es auch ganz cool, wenn Luna auch Freundschaften schließen würde in der Schule. Deswegen habe ich das jetzt mal bei beiden so eingestellt. Oh. Okay. Okay. Hallo Andrew. Ich frage mich, ob es sich lohnt, Sam Beck ein bisschen besser kennenzulernen. Was denkst du darüber? Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich so eine Benachrichtigung vom Spiel bekomme, weil das ist ja mit dem neuen Update gekommen. Ich habe keine Ahnung, wer. Oh doch! Oh doch! Ich weiß, wer Sam Beck ist. Oh mein Gott, Sam Beck ist Feuerwehrmann Sam. Okay, also Lorena möchte gerne mit Feuerwehrmann Sam etwas anfangen. Ja, und. Oh Leute, stimmt, ich habe Lorena voll vergessen, wisst ihr? Und dann erzähle ich jetzt hier gerade was von der Arbeitskollegin. Mit Lorena versteht Andrew sich auch sehr gut. Also die beiden haben sich auf der Hochzeit wirklich sehr, sehr gut verstanden. Und ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, ob Andrew jetzt Lorena einen Tipp geben würde, dass sie mit einem anderen was anfangen soll, wenn wir gerade so die Pläne schmieden, dass Andrew vielleicht. Ja, auch mal irgendwie ein bisschen für Drama sorgen könnte. Okay, und deswegen denke ich tatsächlich, würde Andrew sagen, ich würde das nicht machen. Also so ein Feuerwehrmann, das ist doch voll der gefährliche Job und nachher passiert ihm was und der Schichtdienst und das ist alles nicht so einfach und genau, deswegen wird er das irgendwie so sagen. Natürlich mit dem Hintergrund, dass wir vielleicht, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, Leute, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht an Lorena. Also die beiden verstehen sich wirklich richtig gut, wie ihr seht. Ja, schreibt mir eure Gedanken, Leute. Schreibt mir eure Gedanken, ob Andrew sich mal mit Lorena ein bisschen unterhalten sollte. Ja, Stella wird auf jeden Fall jetzt erstmal auf die Toilette gehen. Wir haben jetzt genügend Geld, um einen Hahn zu kaufen. Stella, geh ruhig auf die Toilette. Und dann, oh, Gracie, okay. Oh, Leute. Oh, okay. Gracie fragt uns, ob wir mit ihr zu Geekon gehen wollen. Finde ich sehr nett von Gracie und das ist mit Sicherheit definitiv auch ein Friedensangebot, weil mit Gracie hat Stella sich ja bis vor kurzem noch nicht so gut verstanden. Das ist ja dann an Weihnachten schon ein bisschen besser geworden. Und dass sie jetzt Stella anruft und fragt, ob Stella was mit ihr unternehmen will, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber ich denke, Stella wird dann sagen, Gracie, Andrew hat heute seinen ersten Arbeitstag und ich bin mit Elio ganz allein zu Hause und ich kann ihn jetzt eigentlich gerade noch nicht alleine lassen. Wir haben den Kita-Platz noch nicht bekommen und sobald wir den Kita-Platz für Elio haben, kann ich sicherlich auch vormittags mal was mit dir unternehmen. Aber jetzt gerade ist es wirklich schlecht. Ich möchte mit Elio eigentlich jetzt nicht so eine lange Autofahrt hier auf mich nehmen. Ja, genau so. Ja, aber bevor ich das vergesse, werden wir jetzt mal gerade nach einem Hahn gucken. Vielleicht nehmen wir einen schwarzen Hahn. Wir haben weiße Hühner und braune Hühner und vielleicht, wenn wir jetzt einen schwarzen Hahn kaufen, dann werden, ich weiß nicht, überträgt sich das so genetisch?
Matsch bei den Hühnern auch, wie bei Haustieren und so, dass die dann auch die Farbe des Elternteils wahrscheinlich, oder? Ja. Also das wird jetzt finanziell ist das eigentlich gar keine gute Idee, das zu tun. Aber wir wollen einen Hahn, deswegen kaufen wir einen Hahn. Leute, wenn ihr einen Namen habt, wie unser neuer Hahn im Koop hier heißen soll, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr kennt es ja. Er heißt aktuell Schwarzer Hahn. So wird er natürlich nicht weiterhin heißen. Okay, Stella wurde irgendwie die Privatsphäre gestört von ihrem Kind. Stella, das ist ganz normal, dass man mit Kindern nicht mehr alleine aufs Klo gehen kann. Stella wird auf jeden Fall jetzt mal hier so ein bisschen aufräumen, damit Luna dann eben, wie gesagt, nicht so viel zu tun hat, wenn sie von der Schule kommt. Ihr hattet auch noch geschrieben, und das fand ich auch richtig, richtig cool, dass Luna eventuell bei Noam sich so ein bisschen ausheult, dass sie eben zu Hause nicht so viel Zeit hat, dann ihren Fähigkeiten eben nachzugehen, dass sie viel zu viele Aufgaben hat und so. Ich kann mir vorstellen, also ich glaube jetzt nicht, dass Luna direkt hingehen würde und sich so auskotzt bei Noam, sondern ich denke eher, dass Noam vielleicht fragt, ja, wie läuft es denn bei dir mit dem Klavier und so? Und dann wird Luna halt vielleicht gesagt haben, ja, ich habe irgendwie gar nicht so viel Zeit dafür im Moment. Ich habe so viele Aufgaben zu Hause und irgendwie, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und ich glaube, wenn Noam das mitbekommt, dann wird er richtig, richtig sauer sein, weil er will ja, dass Luna wirklich, ja, dass ihr Talent da gefördert wird. Stella, räum das doch bitte einfach weg. Genau, und da fände er ist natürlich dann richtig doof. Leute, irgendwie ist das ein Bug, oder? Also, es ist doch irgendwie echt ein Bug. Meine Sims machen wirklich überhaupt nicht das, was sie sollen. Okay, Stella, ich helfe dir mal. Ich helfe Stella mal gerade so ein bisschen hier und das kann ich tatsächlich gerade nicht wegmachen. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, Noam, bitte nicht. Oh, das kannst du mir doch nicht antun. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun, Leute? Ich kann doch nicht auf eine Verabredung mit Noam gehen, oder? Ich weiß nicht, also, ja. Also, okay, Leute, passt auf. Ich bin absolut nicht in der Lage, Nein zu sagen. Ich bin absolut nicht in der Lage und mir ist auch, während ich die Kommentare von euch beantwortet habe, aufgefallen, dass ich Noam mittlerweile total idealisiere. Ich weiß nicht warum, aber ich kann das einfach nicht, Noam in diese schlechte Rolle reinzustecken, die er eigentlich hat. Noam hat Stella komplett alleine sitzen gelassen. Noam hat ständig Streit mit Stella und schreit sie aus irgendwelchen Gründen teilweise auch an. Aber auf der anderen Seite ist er teilweise so süß zu ihr. Er unterstützt Luna, er hilft der Familie jetzt finanziell und er macht so viele tolle Dinge, sodass ich irgendwie total übersehe, was dieser Mann alles an Mist gebaut hat. Aber wir machen das jetzt so. Noam wird das Ganze jetzt so ein bisschen geschickt formuliert haben, dass er einfach sagt, Stella, ich würde gerne mit dir ein bisschen was essen gehen hier in einem Restaurant. Ich weiß gar nicht, wo das Restaurant ist. Und mit dir einfach mal so ein bisschen über Luna sprechen, weil ich da so mir ist einiges aufgefallen, was sie halt schon richtig toll kann. Und ich würde auch mal gerne hören, wie das Kinderzimmer, vielleicht zeigst du mir mal ein paar Bilder von Lunas Kinderzimmer und so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er das Ganze jetzt nicht so verpackt haben, dass das jetzt ein Date ist. Ja, wir machen das. Und dann wird Stella eben sagen, okay, machen wir, weil Stella ist da ja auch irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen mit ihren Gefühlen. Aber Leute, ihr werdet mich bestimmt hassen. Auf jeden Fall werden wir Elio jetzt irgendwie bei Eleonora oder so abladen, bei irgendeiner Freundin von Stella, die dann eben jetzt in der Zeit, oder bei Rayna. Wir könnten Elio einfach bei Rayna gelassen haben, genau. Ich glaube, das war jetzt echt wieder so, also was hat mich da jetzt wieder geritten, dass ich da jetzt zugesagt habe? Wo sind wir überhaupt gerade? Oh, wir sind in Brindleton Bay. Oh, wir sind in Brindleton Bay. Das ist tatsächlich ein Restaurant, was ich noch in meiner Legacy Challenge platziert habe, was wir aber noch niemals benutzt haben. Das ist ja cool. Okay, dann werdet ihr beiden euch jetzt hier mal. Ach, okay, man kann hier Tische reservieren. Ja gut, dann bitten wir mal hier um einen Tisch und werden jetzt aber wirklich einfach nur mal einen Kaffee trinken mit Noam. Nichts weiter. Genau, und dann können wir mit Noam mal so ein bisschen quatschen, wie es halt mit Luna so aussieht. Und ich weiß nicht, vielleicht ist dann tatsächlich jetzt auch gar nicht unbedingt Luna diejenige, die sich verquatscht, sondern Stella wird jetzt so in irgendeinem Nebensatz eben erwähnen, dass Luna eben viele, viele Aufgaben zu Hause hat. Und dass Noam das jetzt dadurch erfährt, dass seine Tochter nicht in der Intensität ihren Talenten nachgehen kann, wie er das eben gerne hätte. Ja, okay. Keisha Greenberg ist zur Seniorin gealtert. Alles klar. Also das funktioniert offensichtlich hier mit den Benachrichtigungen zu funktionieren. Du scheinst dich gut zu amüsieren, Stella.
sagt Noam. Ja, das tun wir. Und Kalamayuni Yuriko ist auch zur Seniorin gealtert. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir das so komplett eingeschaltet lassen, wenn das jetzt die ganze Zeit hier aufploppt, diese Benachrichtigung. Noam ist natürlich wieder total von sich überzeugt und er denkt natürlich, ja, Stella, du bist natürlich total glücklich hier mit mir. Aber ich glaube, Stella hat jetzt, okay, Stella hat romantisch irgendwie hier so. Was? Also sie ist tatsächlich gerade kokett. Heißes Date zum Mittagessen, Stella. Ja, ich weiß, ich bin das selber schuld. Andrew hat Megumi auf der Arbeit getroffen. Das ist eine Seniorin. Aber jetzt mit einer Seniorin was anfängt. Ja, Stella ist jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen traurig. Wir können ja jetzt mal so tun, als hätte Noam, also sie hätte, als hätte sie eben Noam das alles erzählt, dass sie, dass Luna eben ja doch sehr viele Aufgaben im Haushalt machen muss und so weiter. Ich glaube tatsächlich, dass sie das jetzt gar nicht allzu schlimm angesehen hat, sondern dass sie einfach nur erzählt hat, so. Ja, Luna macht das alles ganz, ganz toll und sie gibt sich wirklich Mühe, die ganzen Aufgaben zu erledigen, die Andrew ihr so gibt. Und dann wird Noam gesagt haben, bitte, was für Aufgaben muss Luna denn übernehmen? Und dann wird Stella eben gesagt haben, ja, die Hühner, das Katzenklo, aufräumen zu Hause und. Und dann wird Noam vermutlich ziemlich sauer geworden sein, wird Stella dann gefragt haben, Stella, warum muss Luna diese ganzen Aufgaben übernehmen? Und ich glaube, darüber ist Stella dann jetzt gerade eben so ein bisschen traurig geworden, dass sie das eben nicht selbst erkannt hat, dass das für Luna vielleicht echt ein bisschen viel ist, was sie da alles machen muss. Ja, und deswegen war jetzt gerade dieses Traurige da. Ja, okay, wir können jetzt hier gerade uns mal irgendwas aussuchen. Okay, also Stella bekommt einen Cappuccino und ich würde sagen, Noam trinkt einen schwarzen Kaffee. Sowas trinkt Noam bestimmt. Sollen wir noch irgendwas als Snack nehmen? Ich guck mal, haben die denn Hunger? Also Obstsalat kann Stella, glaube ich, nicht mehr sehen. Wir werden jetzt einfach mal nichts nehmen noch zum Essen. Die beiden wollen ja jetzt hier nur einen Kaffee zusammen trinken. Stella möchte gern mit jemandem flirten. Und warum ist sie sauer? Oh ja, stimmt. Sie ist immer noch sauer, weil sie von Noam ja im letzten Part ziemlich verletzt wurde. Und das hängt ihr natürlich auch noch so ein bisschen nach. Wir wissen ja, Stellas und Noams Gefühle zueinander sind immer sehr, sehr, sehr merkwürdig. Also, okay, Andrew lernt hier wirklich gerade am laufenden Band Leute kennen. Da werden wir uns nachher mal durchklicken, wer da irgendwie interessant dran ist. Und schauen uns das Ganze dann nachher mal an. Ja, und Luna ist fertig mit der Schule und hat eine 2 bekommen, genau. Ja, wir werden jetzt mal hier auf unseren Kaffee warten. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, Leute, ob ich jetzt gerade irgendwas initiieren möchte. Ob ich jetzt will, dass die beiden irgendwie miteinander flirten. Okay, Lilith ist zur Seniorin gealtert. Hier altern die ganze Zeit, Leute. Aber ich finde es schön, dass die beiden sich jetzt wirklich einfach mal so ein bisschen austauschen. Ich glaube, Stella wird ihm jetzt eben auch so ein bisschen erzählen, wie Lunas Zimmer geworden ist und dass Luna sich so sehr gefreut hat. Und ich glaube, darüber wird Noam sich eben auch total freuen, dass er Luna eben damit einen Gefallen getan hat. Weil ich glaube, so wirklich im tiefsten Inneren, er liebt Luna wirklich schon sehr, also seine Tochter, und möchte wirklich nur das Beste für sie. Auch wenn er halt irgendwie auch manchmal ein ziemlicher Arsch ist. Denke ich trotzdem, dass er halt nur das Beste für Luna will. Ja, okay, also die beiden unterhalten sich jetzt hier. Tatsächlich ist die Verabredung auch gar nicht mehr so lange, nur noch eine Stunde. Gucken wir jetzt mal, was daraus wird. Also ich glaube, ich lasse die beiden jetzt einfach mal und guck mal, was sie so von sich aus machen, weil ich möchte da jetzt eigentlich nichts initiieren, weil ich eigentlich so die Beziehung Noam Stella komplett, ja. Auf jeden Fall habe ich die Beziehung Stella und Noam eigentlich komplett abgeschrieben, weil eben die ganze Zeit diese Streitereien sind und irgendwie sind beide ständig sauer zueinander und ja, das ist halt nicht so cool. Habt ihr jetzt ein Gefühl miteinander bekommen? Ja, freundlich, was können wir denn hier machen? Nee, also ein Gefühl gab das Ganze nicht. Sah gerade irgendwie nur so aus, dass die beiden ein Gefühl miteinander haben, aber irgendwie nicht. Ich finde es aber tatsächlich auch ganz gut, dass beide jetzt gerade nicht miteinander flirten oder so, weil so ist das ja eigentlich auch ganz okay. Ich meine, die beiden können sich ja auf einen Kaffee treffen. Das ist ja tatsächlich jetzt nichts Schlimmes. Und dass Noam jetzt interessiert daran ist, wie es Luna geht, finde ich auch total in Ordnung und total gut und total schön. Ja, Stella wird ihm jetzt halt dann eben alles mitgeteilt haben und ich glaube, dann können wir jetzt auch gleich ruhigen Gewissens wieder nach Hause gehen. Okay. Wir haben jetzt die Benachrichtigung bekommen. Nun ja, es war nett mit dir. Ich rufe vielleicht mal an. Das ist ja an sich eigentlich eine Aussage, die total in Ordnung ist. Also Leute, ich würde sagen, wir haben das Ganze hier wirklich gerade richtig gut hingekriegt. Also wir haben das wirklich gut hingekriegt. Es hat keiner miteinander geflirtet. Es war ein ganz normales Treffen, um einen Kaffee zusammen zu trinken und um über die gemeinsame Tochter zu sprechen. Ich finde, das ist so total gut gelaufen. Natürlich, natürlich, Leute, brauchen wir jetzt
jetzt ein bisschen Drama. Und deswegen wird Andrew mitbekommen haben, dass Stella sich mit Noam getroffen hat. Er ist ja jetzt gerade wieder nach Hause gekommen. Okay, wir werden jetzt erstmal gerade nach Hause reisen, würde ich sagen. Auf jeden Fall hat er ja jetzt mitbekommen, dass Stella sich mit Noam getroffen hat. Ich glaube, Stella wird da jetzt relativ offen mit umgehen und wird sagen, jetzt wo sie nach Hause kommt, dass sie eben gerade mit Noam sich getroffen hat und dass die beiden sich so ein bisschen ausgetauscht haben. Und Andrew wird natürlich im Leben nicht glauben, dass die beiden sich nur irgendwie ausgetauscht haben. Er wird natürlich jetzt direkt wieder denken, ja, da läuft bestimmt was zwischen euch beiden. Ja, und deswegen wird er dann jetzt vielleicht auch so ein bisschen in diesen Modus verfallen von wegen, wie du mir, so ich dir. Und wird sich dann vielleicht jetzt einfach mal, jetzt wo er so nach langer, langer Zeit nochmal was von Lorena gehört hat, vielleicht einfach mal mit Lorena treffen. Okay, wir haben vergessen, unsere Rechnung zu bezahlen. War das so teuer? Wir haben doch keine 18 Simoleons. War der Cappuccino so teuer von Stella? Ja, auf jeden Fall wird Andrew dann vielleicht. Ich weiß nicht, haben wir da noch Zeit für? Ja, da haben wir noch Zeit für. Egal, ich möchte das jetzt gerne machen. Wird Andrew jetzt vielleicht einfach. Okay, Andrew ist total müde. Nein, Andrew. Ah, ich habe so viel geplant mit dir. Okay, wird Andrew jetzt erstmal gerade noch ein bisschen schlafen, irgendwie noch so ein bisschen sich ausruhen gerade. Und ich denke, dann können wir vielleicht tatsächlich auch mal Lorena fragen, ob er mit Andrew was unternehmen möchte. Okay, Gracie lässt heute einfach nicht locker. Ach, oh mein Leute. Okay, also Noam ist sehr, sehr präsent in diesem Part, sehr präsent. Er möchte gerne fragen, ob Luna zu ihm rüberkommen möchte, um abzuhängen. Und vielleicht macht er das eben aus dem Grund, weil Stella eben alles das gerade erzählt hat, dass Luna so viele Aufgaben hat und so weiter. Und dass Noam da vielleicht jetzt Luna auch einfach nochmal so ein bisschen bestärken möchte, dass sie eben nicht alles mit sich machen lassen darf. Aber ich glaube, Luna wird dann sagen, Noam, ist cool, dass du fragst, aber ich muss jetzt noch meine Hausaufgaben machen und so. Ich habe leider jetzt eigentlich gerade gar keine Zeit. Aber ich meine, spätestens am Wochenende kann ich gern nochmal zu dir kommen oder vielleicht an einem Tag, wo ich meine Hausaufgaben schon fertig habe und nicht mehr so viel hier zu Hause machen muss, weil sie kommt jetzt auch gerade hier aus dem Gewächshaus. Sie wird hier bestimmt jetzt gerade noch irgendwie was gegossen haben, bevor sie eben mit den Hausaufgaben angefangen hat. Ja, wird Gnome mit Sicherheit wieder nicht so cool finden, dass Luna jetzt wieder so viel machen musste. Aber Luna wird natürlich jetzt ganz verantwortungsbewusst jetzt hier ihre Hausaufgaben noch machen. Genau. Ich will aber wirklich gerne eigentlich mit Andrew noch was machen. Ich würde eigentlich jetzt wirklich gerne, dass Andrew noch irgendwie mit Lorena irgendwas macht. Aber ich weiß nicht, ob der Part dann zu lang wird, Leute. Ich nehme schon wieder so ultra lange auf. Ich glaube tatsächlich, wir sparen uns das für den nächsten Part auf. Dann habe ich nämlich auch Zeit jetzt noch, dass ihr mir sagen könnt, ob ihr das gut findet. Ich gucke jetzt mal gerade, wie er Lorena so findet. Er findet sie sehr attraktiv. Und die beiden sind auch wirklich schon sehr, sehr lange, sehr, sehr gute Freunde. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr davon haltet, wenn Andrew jetzt so diesen Move macht von wegen, wie du mir, so ich dir. Ob ihr das realistisch findet oder ob ihr meint, das geht gar nicht. Macht irgendwie gar keinen Sinn. Oh Gott, Leute. Ja, und da kommt die nächste Story reingeflattert. Und ich habe gar keine Zeit mehr, jetzt danach zu gehen. Leute, okay. Also, das hier ist Elena. Wer Elena nicht kennt, das ist Stellas Mutter. Stella hat eine unfassbar schlechte Beziehung zu ihrer Mutter. Und jetzt möchte Elena vorbeikommen. Oder beziehungsweise sie sagt: Hallo Schatz, ich bin's Mama. Wann kommst du zu Besuch? Ich habe mir bei deiner Erziehung so viel Mühe gegeben. Du könntest zumindest ab und an vorbeikommen, deiner alten Mutter sagen, dass du sie liebst, oder? Und wir können jetzt sagen: Ich komme morgen. Warum kommst du jetzt nicht vorbei? Ich kann nicht, aber danke für den Anruf. Ich glaube, so viel Kaffee habe ich noch in keinem einzigen Part getrunken. Also, ich würde sagen, wir sagen. Also, passt auf, Leute. Stella und Elena haben sich ja in einem Part mal so ein bisschen die Meinung gegeigt, haben sich so ein bisschen ausgekotzt über alles, was sie beide aneinander doof finden. Und ich glaube, jetzt haben beide mal so ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und ich denke, dass Stella deswegen jetzt sagen wird, also ich glaube, Elena wird eben angerufen haben und gesagt haben: Stella, es ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir uns gesehen haben. Und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht über alles, was du gesagt hast. Und ich würde einfach gerne mal mit dir sprechen, dass wir mal alles klären können. Okay. Da hat es gerade an der Tür geklingelt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett raus. Auf jeden Fall denke ich, dass Stella jetzt, ja, genügend Zeit hatte, darüber nachzudenken. Und deswegen wird sie dann sagen: Also, wenn du darauf bestehst, Elena,
Ich werde gucken, ob ich Zeit finde, dass ich morgen mal vorbeikommen kann. Ich muss gucken, ob ich jemanden finde, der auf Elio aufpasst. Und wenn das alles funktioniert, dann werde ich dich morgen mal besuchen kommen. Und dann werden wir mal über alles reden. Aber versprechen kann ich es dir nicht. Ich kann dir nicht versprechen, dass es wirklich zu 100% funktioniert. Ja, und dann sagt Elena, alles klar, ich hoffe, wir sehen uns dann. Danke, Stella, dass du mir die Möglichkeit gibst, dass wir uns nochmal unterhalten können. Okay, Leute, aber jetzt werde ich diesen Part beenden, denn es ist einfach jetzt schon super, super spät, super, super lange, dass ich wieder aufnehme und ich habe jetzt nichts zum Rausschneiden. Ja, und jetzt liegt es an euch, Leute. Jetzt liegt es an euch. Ihr dürft entscheiden, sollen wir im nächsten Part dann, beziehungsweise eigentlich haben wir gar keine Möglichkeit zu entscheiden, weil wir müssen im nächsten Part die Sache mit Elena dann auf jeden Fall machen. Aber ihr könnt jetzt auf jeden Fall entscheiden, ob wir im nächsten Part auch die Geschichte mit Andrew und Lorena gegebenenfalls machen. Ob Andrew sich einfach mal mit Lorena verabreden soll. Einfach mal so eine ungezwungene Verabredung. Und wer weiß, was passiert. Ja, und ob ihr überhaupt damit einverstanden seid, dass Andrew für ein bisschen Drama sorgt. Also ich glaube tatsächlich immer noch, dass Andrew und Stella zusammenbleiben, selbst wenn jetzt Andrew irgendwie ein Ausrutscher passiert. Ausrutscher, ja. Aber wir haben schon lange, lange kein richtiges Drama mehr gehabt, finde ich. Also wäre das jetzt gar nicht so schlecht. Aber schreibt mir dazu gerne eure Meinungen in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich habe jetzt auch gerade nochmal auf meinen Notizblock geguckt und ich glaube tatsächlich, dass ich nichts vergessen habe. Wenn dem doch so ist, dann schreibt es mir immer gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, wie vergesslich ich bin. Genau, ich würde sagen, damit kann ich den Part jetzt gut beenden. Ihr schreibt mir, wie gesagt, gerne, was ihr im nächsten Part gerne sehen wollt und dann werde ich das wie immer sehr gerne, sehr so gut es geht, eben berücksichtigen. Und ich freue mich wieder, dass ihr dabei wart und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns, bis dann. Tschüss.